Willkommen zurück zu Let's Play Super Castlevania 4. Und ich habe hier überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier ziemlich gefährlich ist und man zerquetscht wird, wenn man nicht aufpasst. Geh weg, du dämlich. Oh shit. Oh shit. Komm, da komm, komm, schneller, schneller, schneller. Ich will nicht zerquetscht werden. Nein, 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 nein! Oh Mann, wie lange geht denn das? Okay, go, 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 go. Willst du mich jetzt hier verarschen? Komm, lauf, 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 lauf. Nein. Ich glaube, ich bin durchgekommen. Wer hat denn bitte solche Kronleuchter? Ja, komm, noch schneller geht's nicht. Sag mal. Aber sonst züchtet bei euch noch, wa? Fuck! Okay. Alles gut, ich hab die Axt und wir können hier hoch. Okay. Alles ist gut, solange ich aufpasse. Alles gut, solange du hier bist. Ja, so in der Richtung. Hoppala, Geldbeutel! Super Castlevania 4. Das ist super und für den nicht für den Castlevania, für Super Nintendo. Alt, oder? Das ist Super Nintendo. Weil ich hatte auch mal einen. Ein richtiger Zocker hatte immer einen Super da Nintendo. War ich 5 oder 7. Außer man ist Sega-Person gewesen. Sega hatte ich auch. Und Nintendo 64. What the fuck? Golem! Oh. Ah. Geh weg! Oh, scheiße. Okay, der Typ macht mir gerade ein paar Probleme. Stirb! Durch Axt! Oh nein, 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 nein. Komm, komm. Oh, nein! Ah, fuck! Ich dachte, du wolltest nicht fluchen. Ja, das muss gerade mal sein, dezent. Ja, scheiße. Das würde ich jetzt auch sagen. Dieser Au Fledermaus. Keine bösen Wörter. Der Golem hat mich gerade gekillt. Ich hätte ihn noch einmal treffen müssen. Einmal! Okay. Ich fluche, kriege ich Schimpf, aber du darfst. Nein. Fuck geht ja in Ordnung. Fuck ist ja ein. Ja, das ist auch Fluchen. Aber es ist ein allgemeines Wort. Ein legitimeres Wort. So wie viele Leute ja. Du bist immer voll der Rassist, aber jetzt. Ich bin kein Rassist. Ich bin kein Rassist, ich hasse alle Menschen gleich. Achso, ja, das ist natürlich gut. Obwohl, das ist hartherzig, sowas zu sagen. Man hasst ja die Leute nicht, die man nicht kennt, ne? Also, ich denke manchmal schon, weil du manche Leute auf der Straße Meile frisst, die würde ich jetzt gerne rein. Hey, ich kenne dich nicht, aber ich würde den lieben gerne in die Fresse hauen. Das ist sehr, sehr verletzend für diese Leute. Für die, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen könnten. Beleidigst du gerade deine Fans? Nein. Meine Fans sind alle ganz tolle Menschen, die meine Videos mögen. Yeah. Schlagen Sachen mit der Peitsche. So, dieses Mal mache ich den aber fertig. Dieses Mal weiß ich, wie ich gegen den vorgehen muss. Und das ist nämlich auf Abstand bleiben. Konnte ich schon. Dieses Mal nicht mein Fall. Oh! Könntest du mal bitte aufhören, so groß zu sein? Danke. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Steht hinter uns. Kommt noch. Gott. Komm, ja komm, zwei Treffer noch. Nein, du bewirrst mich nicht mit Stein. Hör auf. Nein, nein. Jetzt krepier doch. Ah, geschafft. Ein Health Point hatte ich noch. Okay, erst wieder riesig und dann wird er wieder klein. Sehr seltsamer Golem.
Level gemeistert, like a pro. Ich würde sagen, wo bin ich denn? Okay, wir sind jetzt in Stage 5 in Draculas Schloss. Oder zumindest aus seiner Türschwelle. What the fuck? Bist nicht mal 10 Meter im Schloss drin, schon kommt hier der abgedrehte Scheiß. So. Natürlich ist das Schloss windig. Böse Schlösser sind immer windig. Was sind das denn? Fackeln oder... Ach, keine Ahnung. Das Spiel hat mich verarscht. Okay, jetzt habe ich meine gute Peitsche verloren. Verdammt. Hau ab, Hand. Genau, komm. Ach mein Gott, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Ding? Greift mich gerade ernsthaft ein Vampirhase an. Okay, ich habe dann, glaube ich, für heute genug Welt gesehen. So. In all my specialty. Da gehe ich dieses Mal ganz bestimmt nicht lang, damit ich ja gleich wieder runter in meine Verdammnis falle. Dieses Mal nicht. Trau nur den offensichtlichen Pfaden. So. Da ist eine Hand, aber die Hand ist mir egal. Hoppala, du haust ab, du hässliches Haar. Ah! Nein, kein böswilliger Killerhase. Nein. Sag mal, den Aspekt mit Nein haben die nicht ganz verstanden. So. Ist ja nicht schlimm. Das ist ja nur eine riesige Fledermaus-Person gewesen. Hopp, hopp. Ich will auch eine Fledermaus. Na, die Fledermäuse wirst du ganz bestimmt nicht haben. Mensch groß und wahrscheinlich menschfressend. Das will ich gar nicht beurteilen. So. Ich würde sagen, ein bisschen Gesundheit. Oh mein Gott, da war ein Skelett mit Peitsche. Au. Das wäre ganz cool, wenn ich jetzt hier gerade mal dezent irgendwie Gesundheit kriegen könnte, denn ich habe noch einen Health Point. So, brenne! So. Ah, oh, au. Ja, super. Gesundheit und dann kriege ich direkt schon wieder die Hälfte abgezogen. Hallo, ich klopfe mal dezent an. Statuen, das ist kein gutes Zeichen. Kommt jetzt schon direkt Dracula oder was? Oh nein, das ist auch nochmal separat. Separates Leveltum. Wir sind hier. Zum Glück ist auf dem langen Korridor niemand gewesen, der uns angegriffen hat. Yeah. Okay. Wenn ich 10.000 Euro hätte, hätte ich die auch zu verschenken, glaube ich. Würdest du mir jetzt einfach schenken? Wenn ich das Geld hätte, die 10.000 Euro. Okay, das machen wir als Ziel. Das nächste Mal, wenn du 10.000 Euro ausgibst, dann. Nein, wenn ich mehr habe. Naja, jetzt auch immer wieder so. Ich muss ja auch irgendwo von leben, ja? Ach, du hast einen Job gefällt. Ein Job füllt aber keine Grafikkarten auf. Ach klar. Ein paar 100 Euro, die du zahlen wirst. Boah.
Ist ja sonst nichts, ist ja alles. Komm, du mit deinen 60.000 Tacken im Monat hier. Ja, ich glaube, wenn ich 60.000 Tacken im Monat hätte, dann hätte ich ein bisschen besseres Budget und hätte wenigstens Facecam. Muss man nachdenken. Es gibt Leute, die arbeiten, es gibt Leute, die kriegen Hartz IV und manchmal kriegen die Leute, die Hartz IV kriegen, mehr als die Leute, die arbeiten. Ja, und dort ist die Welt. Realistisch und wird. Deutschland. Deutschland. Eigentlich ist das ein Scheißland. Politische Statements. Ja. Obwohl, andererseits sollten wir vielleicht froh sein, dass es sowas wie Hartz IV gibt, jetzt würden viele Leute auf der Straße. Ja, wir müssten leben wie die Barbaren und dann würden wir uns auch mit Peitschen angreifen. Lass mich in der Nachricht noch was ein Polizist gesagt hat. Wir leben in einem Sozialstaat. Niemand muss auf der Straße leben, wenn er das nicht möchte. Genau, das wäre auch schon mal auf der Straße gewesen, weil ich das nicht möchte. Fandest die Straße so sexy? Ja, ich fand die Brücke so stylisch. Ja, war das geil. War so mit Flachbildschirmfernseher so ausgestattet. Integriert in die Wände. Und kritisch Navi. Wie hier bei Star Trek oder so, wo die einfach sagen müssen, was die haben wollen, dann wird denn das als Kopie in so einem Automaten erzeugt. Ich hätte gern ein riesiges Steak. Bam! Riesiges Steak. Es ist übrigens interessant zu... So. Es ist übrigens interessant zu sehen, dass hier anscheinend auf einmal komplett andere Gegner vorkommen als in den vorigen Teilen. Wow! Wow, das war ein galaktischer Fail. Oh crap. Okay, zack, zack. Peitschenhiebe rechts. Peitschenhiebe links und rechts und... Bam, bam, bam. So, warum auch immer mich hier auf einmal Mini-Zombie-Hunde angreifen? Ich meine, anderes Viehzeug ist ja alles riesig, aber Hunde, die sind kleiner. Die sind jetzt Chihuahua groß. Bedrohliche Chihuahuas. Mit Gerippe. Oh. Warum hat der die Axt mit Boomerang-Funktion? Hör auf, mich zu bewerfen. Wie kommen wir denn da hin? Wer steht denn auf dich? Ja, der Devil Axt. Der steht auf Axt. Ah, du Schwolli, die Axt dreckig. Los. Also, jetzt bin ich schon wieder halb krepiert. Ah, lalalala, tot für alle. Hoppala, hast du dir... Ah, oh, Mann. Vielleicht hätte ich nicht auf den zujumpen sollen, da war vielleicht nicht die gesündeste Idee. Ich jump auch immer auf Leute zu, die finden das ganz toll. Weil ja, wenn ich denen ins Gesicht springe, die verprügeln. Ich wollte gerade sagen, dann finden die vielleicht aber auch dementsprechend toll, weil die nicht mit Äxten werfen. Sind, macht aber jemanden, der eine Axt besitzt, der wirft die. Ich stehe drauf, wenn du mir das nahe mal brichst beim Treten. Hoppala. So, Special Peitsche. Zack. Mein letzter Versuch. Nee, lass ich mir auch nicht von einer verkackten Fledermaus versauen. Fuck! So. Ich hätte zwar schon die Hälfte meiner Energie verloren, aber naja. Dracula Untold. Die sollten mal statt so einem Schrott wie Dracula Untold, sollten die mal lieber einen Film machen, hier Castlevania. Aber altes Castlevania, nicht hier Lords of Shadows oder so. Weil das will nun wirklich niemand sehen. Hast du denn schon mal Castlevania Lords of Shadows gespielt? Nö. Ich hab dich nur verarscht, weil ich so. Na. Ja doch, ich hab dich verarscht, nicht nein. Oh, das ist ja voll gemein. Das startet ja aus schon, als wenn man praktisch da runterfällt. Oh Gott. Okay. Das war's. Game over. Für diesen Part jedenfalls. Nächsten Part werde ich wieder da sein. Dann werde ich wieder in... Ich auch und ich werde euch alle nutzen. Ganz genau. Wirklich? Keine Ahnung. Wir können ja mal zusammen ein Let's Play aufnehmen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen.
hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Hast du gerade gesagt?